Die fröhlichen Gesichter bei der Siegerehrung täuschen. Die Biathlon-WM hat mit einem Eklat begonnen. Ausgelöst durch die russischen Bronzemedaillengewinner Schipulin und Loginow. Ein Eklat, durch den der furiose WM-Titel der Deutschen vorübergehend zur Randgeschichte degradiert wird. Ich verdiene nicht mehr Respekt als andere, aber ich denke, ich verdiene mindestens dieselbe Wertschätzung wie alle anderen hier. Ich war sehr überrascht, dass Schipulin und Loginow mir den Handschlag verweigert haben. Bei der Blumenzeremonie im Stadion gratulieren die Damen der drittplatzierten Russen den Franzosen, so wie es sich gehört. Aber Schipulin und Loginow drehen vor Fourcade ab, was der erst mit hämischem Applaus kommentiert, um dann wütend das Podium zu verlassen. Der im Gesamtweltcup führende Franzose empfindet den verweigerten Handschlag als Affront. In der anschließenden Pressekonferenz sind die Sieger zu betretenem Schweigen verdonnert. Jedes Mitglied unserer Mannschaft ist Teil einer großen, freundschaftlich verbundenen Familie. Wenn sich dann jemand zu einem unserer Familienmitglieder nicht gut benimmt, so wie Fourcade das gegen Loginow getan hat, dann meint er uns alle damit. Ich denke, ein Sportler sollte laufen, seine Leistung bringen, ordentliche Resultate erzielen, aber sich nicht mit Politik beschäftigen. Ich habe mein Bestes gegeben in dem Wettkampf und ich hatte nie etwas gegen einen anderen Athleten im Weltcup. Aber wenn jemand meint, mich nicht mehr respektieren zu müssen, weil ich mich für sauberen Sport einsetze, dann ist das seine Entscheidung. Es ist Feuer unterm Dach. Die erste viel diskutierte Szene betrifft den dritten Wechsel. Der startende Fourcade trifft den ausgleitenden Loginow mit dem Stock. Der Russe stürzt. Absicht oder nicht? Die Fernsehbilder beweisen weder das eine noch das andere. Experten können kein Fehlverhalten des Franzosen ausmachen. Ich würde nie etwas tun, was meiner Mannschaft schadet. Also ich habe Loginow nicht gestoßen. Sollte er meinetwegen gestürzt sein, entschuldige ich mich. Aber es war nicht meine Absicht, ihn niederzustoßen. Warum wird in diese Szene so viel hineininterpretiert? Es gibt eine Vorgeschichte. Loginow hatte Ende Januar Geburtstag. Via Instagram gratulieren Kollegen und Fans und mittendrin meldet sich auch Martin Fourcade zu Wort. Und er hatte eine 2-Jahres-Sperre wegen EPO, vergesst nicht, eine seiner größten Trophäen. Das saß. Ich weiß, er darf wieder starten. So wollen es die Regeln und ich respektiere das als Athlet und als Mensch. Aber Sie müssen auch verstehen, dass EPO zu nehmen keine Kleinigkeit ist, die nur eine Strafrunde nach sich zieht. Das ist etwas, was ich niemals vergessen werde. Niemand sollte das vergessen. Jemandem zu erlauben, zurückzukommen, heißt nicht, zu vergessen, was er getan hat. Wir dürfen die Vergangenheit nicht ausblenden. Ich werde nie vergessen, was er gemacht hat, auch wenn er seine Suspendierung hinter sich hat. Für den deutschen Trainer der Russen Rico Groß eine hochgradig schwierige Konstellation. Plötzlich findet er sich zwischen den Stühlen wieder. Finden Sie es denn aus Ihrer Sicht angemessen, jemanden, der zwar seine Sperre abgesessen hat, sofort wieder in die allererste Reihe zu stellen? Es gibt ein Stück weit auch politische Entscheidungen und in anderen Nationen funktionieren halt Staffelaufstellungen etwas anders. Was heißt das? So wie ich es gesagt habe. Vorwürfe, Dementis, Provokationen, die Atmosphäre droht zu vergiften und dann verheddert sich bei der Siegerehrung auch noch die russische Fahne und bleibt auf Halbmast hängen. Auch das noch.